Stufe. Hallo! Schlecht raus. Ach nö, das wird jetzt gruselig. Die meisten werden echt unten sein. Ja, super. Das ist doch bestimmt hier. Da kann ich mir niemand teilen. Hey Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf den Spielvideo! Leute, heute spielen wir ein ganz cooles Spiel. Und zwar spielen wir Hide and Seek im Donkey! Lanja, komm mal her! Und weißt du was, Lanja? Die Regeln sind ganz einfach. Wir haben 5 Minuten Zeit, uns zu verstecken. Und du hast 5 Minuten Zeit, uns als erstes zu suchen. Und eine kleine Besonderheit. Ich habe Angst im Dunkeln. Und eine kleine Besonderheit. Diejenigen, die gefunden wurden, dürfen den Suchenden erschrecken. Nee! Ja! Oh. Lanja! Hier ist die GoPro, hier ist die Taschenlampe und Freunde, los geht's! Hey. Tschüss, Anja! Tschüss! Freunde, ich liebe das Video. Das Video wird super. Es wird einfach hervorragend. Ich hab Angst. Okay. Dann werde ich wohl mal loslegen jetzt. Die ist ja hier so in etwa auf der Kamera, wie lange ich suche. Muss ich mir, glaube ich, kein Handy mehr nehmen. Ich muss in die Lichter an. Hallo. Ach so. Ja, ich habe gerade ein bisschen Angst bekommen. Ja. Oh. Danke. Oh mein Gott, Leute. Ich wusste gar nicht, dass wir einen Sicherheitsdienst haben. Aber anscheinend haben wir einen Sicherheitsdienst. Groß, das wird natürlich. Schade, das wird irgendwie zu schön gewesen. Ich muss mich auch so ein bisschen beeilen, weil das Problem ist nämlich, dass ich ja nicht ewig Zeit habe. Ah, gefunden! Felix habe ich schon mal gefunden und er hat mich nicht erschrocken. Du kannst in die Cloud gehen. Somebody hier und ich. Schlecht raus. Ah! Geh in die Cloud, Junge. Okay, das war richtig creepy. Das war wirklich extrem gruselig. Ah, ist da jemand? Okay, hier ist die Kommode. Huh! Ah! Ist doch gut, jetzt geh weg! Oh, Claudio, du bist furchtbar! Weißt du, dass der sicher ist, wir einen Sicherheitsdienst haben? Ich wusste das gar nicht. Okay, ich habe schon 2 Minuten verbraten, aber ich habe auch schon 2 Leute gefunden. Das heißt, ich gehe jetzt mal nach unten. Ich hoffe einfach, dass der Rest jetzt hier irgendwo im Keller rumchillt. Und hoffentlich, weil man darf in den Gruselkeller theoretisch. Ich hoffe einfach, dass da keiner ist. Dünkel? Hallo! Okay, dann haben wir. Das sind 3. Genau 2 Minuten Zeit. Nee, das gefällt mir überhaupt nicht. Weil wenn da nämlich keiner ist, dann bedeutet das nämlich, im Keller sind. Ah! Oh, Donny, verschwinde! Und das ist halt so der Ort, wo ich wirklich gar nicht hin will. Und das wird schon nicht meinen. Okay, also hier ist definitiv jemand. Hier ist nicht Licht an. Das müssten ja eigentlich Katja und René jetzt sein, die sich hier verstriezelt haben. Ich höre Schritte. Oh ne, das ist das Teil hier. Oh mein Gott, ist das schlimm. Das ist so gruselig. Es ist so gruselig hier. Imagine, die sind einfach im Fahrstuhl. Nein. Und jetzt nicht hier sind und ich umsonst in den Keller gewatschelt bin, dann weine ich. Dann weine ich. Das lief so gut bisher, aber jetzt habe ich nur noch eine ganz knappe Minute. Können hier noch was sein? Im Klo? Hallo? Nee. Hallo? Nee. Was sind die hier rausgegangen?
Zeit ist abgelaufen. Zeit ist abgelaufen, das rauskommt. Oder muss ich mit der GoPro filmen? Ich kann dir sagen, wo die waren. Wo waren sie? Komm mit der GoPro mit. Du bist an ihr vorbeigekommen. Und ich bin mir auch sicher, du hättest mein Besteck auch niemals gefunden. Oder was sagst du? Nee, ich hätte ja, nicht ich wollte dich aber checken. Schau mal, Daniel. Ah! Also das ist ziemlich heftig. Oh, Eva, schau, was du kommst. Ja, ich hab gedacht, es ist vorbei. Ja gut, ist doch. Eva hat sich hier versteckt. Zeig mal. Ja, ist richtig. Hinter der Tür. War da war Eva? Da in der Ecke. Da. Ach krass, wo war Katja? Katja weiß nicht. Hast du sie nicht gefunden? Nein. Oh, ich dachte, du bist mit ihr gekommen. Die war unten. Donny, weißt du, wo Katja ist? Donny, weißt du, was Katja wo war? Wo war sie denn? Du warst so im Keller, ne? Bei dem Mülleimer. Ja, ich war im Keller. Boah, da gibt es auch tausend Ecken, die man niemals findet, ne? Also ich muss sagen, der Keller raus. Also direkt in der Weide. Das ist gruselig hochziehen. Ja, das war richtig schlimm, weil da drin bewegt sich halt auch ständig was. Ja, ich schreibe, aber ich weiß nicht. Hast du geschrieben? Ja. Okay. Hallo Felix. Warum ist denn keine Natur? Ich weiß nicht, die wollten alle irgendwie auf dem Flur chillen. Also für mich war es gerade schon sehr, sehr hart, muss ich sagen. Aber es ging noch, weil ich hatte die Taschenlampe, das macht auch nicht klar. Ich habe mich nur ein bisschen erschrocken. Ich wusste gar nicht, dass du mit Taschenlampe rumgehst. Ja, sonst sieht man ja wieder. Ja, also als nächstes möchte ich gerne Claudio suchen. Okay. Das halte ich für sehr sinnvoll und deshalb... Lauf! Let's go! Ich stoppe die Zeit und es geht ab jetzt los. Ich schreibe in die Gruppe, wenn ich losgehe. Ja, Freunde, ich muss sagen, ich bin eigentlich nicht schreckhaft, aber... Wenn meine Freunde die Aufgabe haben, mich zu erschrecken, dann glaube ich, werde ich schon etwas schreckhafter. Nur, ich hoffe, ich finde sie in der Zeit von 5 Minuten, weil 5 Minuten ist schon sehr, sehr knapp. So, jetzt warten wir, bis die Zeit um ist und dann würde ich sagen, legen wir los. Bis gleich. So, Freunde, nach circa einer Minute haben die Zeit, also was heißt eine Minute? Ab jetzt ist die Zeit abgelaufen. So, ich schreibe mal eben in die Gruppe, dass ich jetzt anfangen werde zu suchen. So, und die Zeit geht für mich ab jetzt los. Das heißt, ich muss mich jetzt beeilen. Und versuche, meine Freunde zu finden. Das wird jetzt lustig. Hier ist keiner. Wir dürfen die auch hier sehen, das weiß ich auch nicht. Hier ist keiner. Gut. Gut. Das ist die Frage, ist sie hier? Hier ist keiner. Ist auch keiner. Hier ist keiner. Hi! Hi! Bist du das, Katja? Ja. Na, Katja hat es gefunden. So, ich muss weiter machen, schnell. Ist die Frage, finde ich hier noch einen? Hier ist ein Mülleimer auf dem Boden. Ist auch keiner? Da ist keiner? Okay, super. Ich finde hier keinen. Aber man muss sich echt beeilen. Keiner hier? Auch keiner hier? Oh, ich muss nicht meinen. Ich glaube, die meisten werden unten sein. Die meisten werden echt unten sein. Ja, super. Ah! Ja, super, verstehe ich. Also wirklich. Sag mal. So. Ich habe noch ein paar Minuten. Hier ist auch keiner. So, der Rest müsste eigentlich jetzt unten sein. Ach nö, das wird jetzt gruselig. Ja, der Rest ist unten. Ich muss nach unten. Ja. So. Ich lasse mein Handy hier. Kannst du es kurz mitnehmen? Das liegt hier. Ja. Da. Ich beeile mich, weil da kann ich besser laufen. So, ich habe noch circa 2,5 Minuten. Obwohl, ich habe ein bisschen mehr. Ich habe... Von hier an. Hier ist keiner. Hier ist auch keiner. Da ist auch keiner. Das heißt, der Rest müsste eigentlich in der Küche oder im Gemeinschaftsraum sein. Ich habe noch ca. 2 Minuten oder ein bisschen mehr als 2 Minuten. Jetzt wird's lustig. So, der Rest müsste ja hier sein. Oh! Hi Danja, na wie geht's? So, da haben wir Danja. Komm doch. Okay. War nicht ganz bequem, Claudia. Ja. Da ist keiner. Oh, hier ist auch keiner. Wo sind die denn? Oh, hi. Komm mit mir mit. Hi Felix! Hallo! Na? Hallo Felix! Wir nehmen noch Eva und Donny. Könnten wir denn jetzt noch sein? Ich kann dir leider nicht sagen, wo sie sind. Ich hab sie nicht gesehen. Ja, das wird schwierig, glaube ich. Die haben sich sehr, sehr gut versteckt. Eva! Sag mal, was hast du denn da? Eva! Jetzt fehlt nur noch Donny, aber wo ist denn Donny?
Ich habe noch circa eine Minute. Ich glaube, schaffe ich das? Glaubt er nicht. Nur noch Donny fehlt. Der könnte ein. Das da drüben sieht verdächtig aus, aber passt da nicht rein. Oh nein, ich habe noch eine Minute. So. Nee, ich habe noch 30 Sekunden. Ich versuche noch. Ich kann schon mal nach oben. Ja, da war aber keiner. Außer er ist nach hinten gelaufen. So, nee. Donny finde ich nicht mehr, Freunde. Ich glaube, hier. Donny hat mich sehr gut versteckt, ja. Damit würde ich sagen, habe ich alle gefunden, bis auf Donny. Ich bin mal gespannt, wo Donny ist. Ja, Freunde, somit habe ich alle gefunden, bis auf Donny. Donny, hast du mitgemacht? Ja, hab ich. Okay, jetzt könnt ihr sehen, wo Donny sich versteckt hat. Du möchtest es nicht verraten. Ja, gutes Versteck, ich weiß nicht wo, aber ja, gutes Versteck. So, wer sucht als nächstes? Katja. Na dann, viel Spaß, Katja. Dankeschön. Los geht's, weg hier! Okay, kommen wir auf jeden Fall so. Ich warte jetzt. Dankeschön. Ich warte auf jeden Fall hier. Es sind nur 30 Sekunden vergangen. Also darf ich hier noch 5 Minuten warten, bis die fertig sind. Und jetzt können wir losgehen. So, naja. Mal gucken, was die alle so vorhaben. Hier jemand? Nee, keine da. Ich habe auf jeden Fall, wie sich erzählt, hier Stimmen gehört. Kann nicht hier sein. Hier ist doch bestimmt jemand. Sie alle. Hier kann ich mir niemand teilen. Okay. Ich hab gehofft, du bist weg und ich wollte die Cloud gehen und dich dann erschrecken. Ja, aber warum sollte ich denn in die Cloud noch mal rein? Wenn ihr dann danach schon überall gefunden habt. Denkst du, ich finde jemanden hier? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich finde hier gar keinen. Oh, ich habe noch niemanden gefunden. Ich mich beeilen. Jetzt muss ich auf Telefon hingehen. Ja, Mann! Ich wusste, dass diese Tafel nicht so lag. Ja, ich bin leider zu dick, um die Tafel so zu machen. Ja, hier ist hoffentlich keiner mehr. Mist! Ach. Ja, das sieht man. Das sieht man. Aber du bist der Zweite. Nee, du bist der Dritte, den ich gefunden habe. Was ist das? Ich hab gerade vorbeiläuft, das ist immer lustiger. Was ist das? Oh Mann, ey, mein Nacken. Ich muss das so sitzen, ich muss das. Oh Gott, ich muss mich eh verfinden.
Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich eigentlich noch habe. Ich habe auch nicht drauf gehabt. Ja, bist du schon vorbei? Gut, ich bin vorbei. Du bist jetzt gerade bei Sabine. Ich habe anscheinend sehr viele nicht gefunden. Aber es ist auch egal. Oh mein Gott, Claudio, das war ja... Wo war der? Stimmt, der war hier. Der war hier. Okay, das Beste ist versteckt von der gesamten Runde. Einfach hier drin. Das war so krass. Ich hab das hier da unten gesehen. Also da hast du einfach nur geschrien. Ich hab's nicht gesehen. Ich guck da nicht hin. Das ist genau mein Video. Ich bin nicht gemein. Eva hab ich nicht gefunden. Eva und Felix hab ich nicht gefunden. Wo waren die? Ey, jetzt Katjas Blick sehen müssen. Katja ist ja auch nicht anzuschrecken. Katja läuft so nicht so. Katja macht nur so. Ich mach so wo? Und dann so. Ja. Ey, wenn du da auch mit deiner Perücke. Nee, ich war im Schrank im Flur. Ich weiß nicht, ob du da drin Wasser hast, aber schon, weil der komplett leer ist. Vor dem Müll. Ah, nein. Ja. Nein, ich wusste nicht, dass alle so viel leer sind. Nee. Wo warst du? Wo war dein kaltes Badewanne? Ich hab sie noch gesehen, aber ich dachte nicht, dass da jemand irgendwie noch ist, weil ich dann irgendwie so realisiert habe, dass ich wenig Zeit habe. So, Katja, was würdest du sagen, welches war denn das beste Versteck? Ja, ich meine, du hast die schöne Frage gestellt. Ja, weißt du denn? Claudio. Also Claudios Versteck war... Nee, war Donny. Donny war auch sehr gut. Ja, Donny war auch sehr, sehr gut. Donny war auch sehr gut. Wo warst du? Der war in diesem Laubbehälter und dann noch so Moos darüber. Und dann ich wusste nicht mal, dass da jemand noch ist. Und der hat einfach nur meine Beine angefasst. Boah! Der kommt einfach so an. Ich lass sie erstmal vorbeilaufen. Vor meinem Studio, im Flur. Vor allem, ich hab mir gesagt, ich lass sie erstmal vorbeilaufen in Sicherheit liegen und dann. Bam! Ey, Katja hat, glaube ich, den Schock ihres Lebens jetzt bekommen. Ja, bei Claudia vom auch vor allem. Oh, sorry. Das war. Ich habe es nicht erwartet. So sind meine Haare eigentlich. Oh, die sind da. Entschuldige gleich. Wisst ihr was aber? Jetzt darf ich den Schock meines Lebens bekommen. Wie viel Minuten habt ihr nochmal? Fünf. Alles klar. Los geht's! Los geht's! Macht euch ab! Okay, Leute, die Zeit geht los. Das bedeutet, jetzt fangen wir an mit Suchen. Also. Wo seid ihr? Hier ist schon mal niemand. Hier ist auch schon mal niemand. Okay, hier ist niemand. Da ist niemand. Nee, da auch nicht. Okay, bisher niemand. Wir hier erschreckt mich jetzt niemand. Wir. Nee, aber hier ist niemand. Hier ist auch niemand. Auch nicht. Die Badewanne ist auch leer. Wo sind die denn da? Nee. Oh je, ich werde jetzt erschreckt. Nee, aber. Hä? Bin ich jetzt dumm? Ist auch niemand, auch niemand. Ey, das kann's doch nicht sein. Okay. Aha! Okay. Immerhin habe ich schon mal einen gefunden. Nein! Boah, hier sind jetzt alle unten oder was? Das kann doch nicht sein. Also, Leute, jetzt wird gesprintet. Hier ist niemand. Ey, das kann doch aber nicht sein. Wir haben jetzt noch die Hälfte der Zeit. Das heißt, wir haben noch ein bisschen was vor uns. Aber das kann doch nicht sein, dass wir nur Donny bisher gefunden haben. Da muss auf jeden Fall mehr kommen. Also wir haben jetzt 2,5 Minuten Zeit. So. Niemand. Niemand. Oh, niemand. Aha! Ich weiß nicht, wer da drunter ist, aber mega gutes Versteck. Oh mein Gott. Nee, ist auch niemand. Boah, ich wäre eigentlich fast vorbeigelaufen, aber das Geräusch hatte ich ein bisschen verraten, ne? Okay, hier ist noch niemand. Niemand. So, die Tür war gerade offen. Das heißt, das riecht ganz, ganz, ganz stark danach, dass sich hier jemand versteckt hat. Aber, wo ist die Frage? Nee, schau mal eben nicht. So, Donnys Studio auch nicht. Hä? Kann doch nicht sein, ich habe nur zwei Leute bisher gefunden. So, hier ist auch bestimmt jemand drin. Nein, natürlich nicht. Dann müssen die eigentlich, also wenn die jetzt nicht mega gute Verstecke haben, dann müssen die eigentlich alle im Lager sein. Da schauen wir jetzt nach. Okay. Ich habe das Gefühl, die sind nicht im Lager, aber
Ich wüsste nicht, wo die sonst sein sollen. Wo sind die? Auch nicht. What? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ey! Oh mein Gott, wie krank sieht das bitte aus? Wie krank sieht das bitte aus? Ja, ich hab noch ein paar Sekunden, aber ich weiß einfach nicht, wo Katja und Danja sind. Ja, also entweder sind jetzt hier hinten in irgendeiner... Die Ritze davon offen. Ja. Entweder sind jetzt hier in irgendeiner Ritze oder... Ja, okay, meine Zeit ist rum. Okay, meine Zeit ist rum. Warte, komm mal mit. Komm mit. Ja, okay, hier im Lager. Aber komm mit. Wenn man sich da jetzt eklig versteckt, dann findet man dich da aber auch komm niemals. Mit. Komm mal mit, mein Freund. Nein. Komm mal mit, mein Freund. Nein. Komm mal. Das war sehr gemein von uns beiden, muss man sagen. Das ist nicht euer Ernst. Das war sehr gemein von uns beiden. Rina, du bist da, wir haben es extra gemacht. Ja. Ja, ich bin extra hervorgekommen, weil wir... Ja, das habt ihr schon... Ich sag's echt ungern, aber... Ich will es eigentlich echt nicht sagen, aber das habt ihr leider echt schlau gemacht. Wieder drauf, komm. So, und wo ist jetzt? Katja ist ja auch hier unten. Nee, okay, dann müssen wir ihr schreiben. Ja. Boah, dann wäre das sogar eine okaye Runde gewesen, wenn ich jetzt dich dann ja auch noch erwischt hätte. Ist Katja unten? Ach, und Felix habe ich auch noch nicht gefunden. Felix, wo warst du denn? War einfach hinter der Küchenseite. Oh nein! So an ihm vorbei und ich hab so das Ding ist, ich war halt noch so beschäftigt damit, weil Evas Versteck auch echt gut war. Ja. Deswegen war ich halt noch so damit irgendwie beschäftigt. Wer hat gewonnen? Wer hat am meisten gewonnen? Ich hab alle bis auf einen. Dann hast du, glaube ich, gewonnen. Ja. Hey! Also Felix Lautbach hatte auch die besten Verstecke tatsächlich. Ja. Ja. Nee, und Donny auch. Aber Claudio war auch im Gruselig. Wie oft bist du denn gefunden worden? Oh, aber ich hab die Leute erschreckt. Ja, genau. Das ist auf jeden Fall cool. Ne? So, euch hätte ich in dem Lagerraum auch selbst niemals gefunden. Wenn du da nicht so grün bist. Durch die, ja, oder den Fahrstuhl. Wenn du da nicht so durchgeguckt hast. Ja, hättest. Mit den Augen. So. Ja, also es war sehr, sehr gruselig. Ich bin auch froh. Wir gehen jetzt nämlich nach Hause, Leute. Ja. Leute, wenn es euch heute Spaß gemacht hat, so wie uns, dann lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns bei... Bis bald!